Eine ganz andere Geschichte ist in Bocholt passiert. Da ist eine Taube erwischt worden, und zwar mit 45 Sachen. Diese Taube ist mit 45 Sachen in die Radarfalle geflogen, nach Abzug der Toleranz, immer noch 12 Kilometer zu schnell, kostet 25 Euro. Herrliches Bild, sieht man selten. Warum der Vogel über diesen mobilen Blitzer nicht informiert war, das wissen wir nicht. Möglicherweise hat das nicht mehr beim Berliner Radiosender Radio 1 gehört. Die haben früher immer über die Blitzer, wie viele Radiosender das in Deutschland machen, informiert, ganz normal. So, jetzt hat man sich dort entschieden, keine Blitzer mehr zu melden. Warum nicht? Immer alle Blitzer für Nordschwaben. Für München und die ganze Region. Staus und Flitzerblitzer live für Berlin und Brandenburg. Es hat sich ausgeblitzt. Zumindest beim Berliner Sender Radio 1. Die wollen ab sofort keine Blitzerwarnungen mehr senden. Sie hören heute Radio 1, das haben Sie vielleicht auch schon festgestellt, liebe Radio 1-Hörerinnen und Hörer, ohne Blitzermeldung. Ja, den ganzen Tag schon, und es wird auch so weitergehen. Das wird morgen auch nicht anders sein und voraussichtlich auch nicht in 2 Wochen, denn wir haben entschieden, wir kommen auch ganz gut ohne Blitzer klar. Na, das ist aber super für die Polizei. Wird schwierig, denke ich mal, für einige Autofahrer. Für unsere Tochter, ansonsten müssen wir ja nicht. Das ist ein Unding. Das kann doch nicht sein. Das deutet doch einzig und allein darauf hin, dass die immer mehr den Leuten die Kohle abnehmen wollen. Ne? Lassen die Radiomacher ihre Zuhörer im Regen stehen? Oder war dieser Schritt längst überfällig? Wie sehen das die Menschen, die beruflich auf das Auto angewiesen sind? Wie finden Sie das? Diese Warnung war hilfreich für uns Fahrer. Ja, wir sind ständig unterwegs, also wir brauchen das. Ja. Gerade bei Taxifahren ist man immer irgendwann dran. Ohne Bedeutung. Berührt mich nicht. Ich bin kein Autofahrer. Nicht sehr gut. Jan Vesper ist der Nachrichtenchef bei Radio 1. Die Abschaffung der Blitzermeldungen war seine Idee. Ausschlaggebend seien die konstant hohen Unfallzahlen in Berlin und Brandenburg, die häufig durch Rasereien verursacht würden. Also das war etwas, was die Hörer uns mitgeteilt haben, was wir weitergereicht haben. Was sich aber überlebt hat. Also in den Anfangszeiten des Verkehrsservice war auch ein kaputtes Auto auf dem Standstreifen mit einem defekten Blinker eine Meldung wert. Das interessiert heute keinen Menschen mehr. Und Blitzermeldungen im Radio würden eben auch keinen mehr interessieren. Sunny und Münch sind die Morningshow-Moderatoren von Radio Energy in München. Sie verteidigen die Blitzermeldungen. Ist ein heißes Thema auf jeden Fall bei uns. Sind wir natürlich auf die Mithilfe unserer Hörer angewiesen, keine Frage. Und eben, wir wollen diese Studie aufrechterhalten, dass eben 15% weniger Unfälle dadurch passieren, ja, und generell langsamer gefahren wird. Und auch Verkehrsexperten sind davon überzeugt. Blitzermeldungen alleine machen den Verkehr schon sicherer. Blitzermeldungen im Radio machen aus verkehrspolitischer Sicht durchaus Sinn, denn sie erinnern den Fahrer regelmäßig daran, dass er Geschwindigkeitsbegrenzungen einzuhalten hat. Und wer daran erinnert wird, der fährt natürlich auch vorsichtiger. Doch all das überzeugt die Berliner Radiomacher nicht. Sie verbuchen die Abschaffung der Blitzermeldungen als vollen Erfolg. Hier stehen seit dem Bekanntwerden die Telefone nicht mehr still. Presseanfragen und Hörerreaktionen. Die Reaktionen sind durchweg begeistert. Alles, was uns jetzt über Social Media erreicht hat, auch über Mails, sind zum Teil Glückwünsche. Das ist ja längst überfällig. Warum habt ihr das nicht schon früher gemacht? Ein Zurück gibt es für die Berliner Radiomacher nicht. Sie wollen bei ihrer neuen Linie bleiben. Keine Blitzermeldungen in ihrem Programm. Andere Sender sollen nun überlegen, nachzuziehen.